Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir befinden uns in 6-7, denn da befindet sich der Secret Exit für diese Welt. Das habe ich sogar extra nachschauen müssen, weil ich es echt nicht mehr gewusst habe und nicht gefunden habe. Und der Secret Exit befindet sich exakt hier oben drauf, wo ich vorher schon hin wollte eigentlich. Na gut, ich muss mich jetzt eigentlich treffen lassen. Mit Cranky Kong wäre es ein bisschen besser gegangen, aber dafür haben wir jetzt Dixie und... Wir haben auf jeden Fall den Secret Exit erreicht und somit haben wir auch noch jede Menge Spielzeit übrig. Deswegen freuen wir uns zusammen auf diesen Part. Denn ich glaube, eventuell können wir sogar in diesem Part dem Boss begegnen. Aber das hängt noch ein bisschen in den Sternen. Genau, was wollte ich sagen? Im letzten Part wollte ich ja noch die Puzzleteile reinschneiden, aber meine Capture-Karte hat versagt. Deswegen ging das dann nicht mehr so leicht. So im Nachhinein konnte ich es dann auch nicht mehr machen. Deswegen habe ich jetzt einfach die Puzzleteile eingesammelt. Tut mir leid an der Stelle, aber anders... Hätte ich es leider nicht lösen können. Ich hoffe, ihr habt dafür etwas Verständnis. So, 60er Igloo-Irrsinn ist unser nächstes Abenteuer, was auf dem Plan steht. Ja, 6A. Und danach kommt B. Und schon wären wir auch beim Boss. Und damit hätten wir auch schon fast die 100% erledigt. Aber vorher müssen wir uns erstmal den 2 Leveln noch stellen, bevor es überhaupt zum Boss geht. Okay, danach hätten wir auch noch natürlich das K-Level. Das müssen wir auch noch beachten, denn das fehlt uns natürlich noch auf unserem Zettel. So, wie viele Puzzleteile gibt es denn? Wieder 5, okay. Ich denke, in der letzten Welt gibt es eigentlich hauptsächlich 5 Puzzleteile. Also kommt mir zumindest so vor. So, was wird jetzt da weggesprengt? Okay, nur die Plattformen. Ich dachte jetzt eher, da kommt vielleicht noch ein kleines Secret dabei raus, aber dem war leider nicht so. Okay. Kann ich da jetzt ein... Ja, soll ich jetzt darüber oder nicht? Schauen wir mal, was passiert. Okay. Okay. So, ich glaube, ich sollte hier weggehen, ja. Und wenn ich stehen bleibe, werde ich zermatscht von diesem Eis. Okay, ja, jetzt sollte mal irgendwann langsam ein Puzzleteil aufkreuzen. Also wäre ich extrem dafür. Denn ansonsten bleibt uns leider nicht mehr viel Zeit. Und ich hoffe, dafür gab es jetzt... Ja. Hier gab es wenigstens ein Puzzleteil dafür. Okay, schneller, 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 schneller. Perfekt. Oh Gott. Also das sind wirklich schwierige Level. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich habe immerhin alles bekommen. Wir haben alles gekriegt. Das ist doch schon mal die Hauptsache. Ich dachte, ich hätte jetzt da oben was vergessen, aber da oben war Gott sei Dank gar nichts. Okay. Okay. Also hier in dem Level muss man auf jeden Fall extreme Ruhe beweisen. Denn ansonsten hat man wirklich keine Chance hier zu überleben. Und dafür gab es nur... Ach, da war ein Fass. Okay, ich dachte, wieso kommen jetzt da die Bananen? Ich muss die schnell einsammeln. Aber nein, da war ein Fass, der mir den Weg zum Bonus-Level zeigt. Super, dann spielen wir doch mal ein kleines Bonus-Level. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ah, ich liebe diese Bonus-Level, vor allem dieses hier. Also die leichten, die Bonus-Level sind mir wirklich sympathisch, aber die schweren, nee, hätte nicht sein müssen. Hätte nicht sein müssen. So, 2 Puzzleteile hätten wir geschnappt. Von 5. Okay. Okay. Na, das Fass können wir, glaube ich, wegwerfen. Gut, hier bin ich ja safe, oder? Ja. Nein! Oh Gott, was mache ich denn? Also eigentlich habe ich mich ja festgehalten. Eigentlich. So, jetzt bin ich wieder alleine. Na, großartig. Na, großartig. Oh Gott. Ja, ich merke schon. Das Level wird auf jeden Fall nicht mehr leicht. So. Muss jetzt bloß die Flugbahn von dieser blöden Eule da berechnen. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Das war knapp. So. Okay. Wenigstens konnte ich mich jetzt festhalten. Ach so, da oben ist... Ach, da ist ein Puzzleteil. Okay, okay, okay. Wenn man 4 Bananen einsammelt, kriegt man ein Puzzleteil. Seit wann gibt's denn sowas? Seit wann gibt's bitte sowas? Aber das Level-Design gefällt mir wirklich gut. Gefällt mir wirklich gut. Okay. Nein! Ja, dafür gab's bestimmt auch ein Puzzleteil, oder? Ach komm, ich bring mich gleich um. Ich bring mich gleich um. Ich glaube wirklich, für das gab es auch ein Puzzleteil. Also könnte ich mir echt gut vorstellen. Weil man muss schnell sein. Man sollte alles einsammeln. Und
Was ich nicht bedacht habe, ist, dass man wieder an dieser Stelle erst rauskommt. Naja. Okay, dann soll es eben so sein. Kann man ja nicht ändern. Wir sind schließlich nicht Retro. Wir haben das Ganze nicht entworfen und erschaffen. Deswegen beschweren wir uns einfach nicht darüber, sondern stellen uns der Herausforderung. So, so, okay. Perfekt. Oh mein Gott. Was muss ich denn machen? Oh Gott. Okay, aber ich hätte zumindest alles bekommen. Ich hätte zumindest alles bekommen. Oh nein. Habe ich das O? Ja. Okay. Jetzt geht's wieder ans Rutschen. Naja, großartig. Oh mein Gott. Warum tut ihr mir das an? Oh mein fucking Gott. Oh Gott. Boah, das war knapp. Das war sowas von knapp, hey. WTF. Ein Herz. Okay, das hilft mir ungemein. Da unten ist auf jeden Fall noch irgendwas. Schon wieder ein Bonuslevel. Das werden wir uns natürlich vorknöpfen. Oh, nö. Nicht schon wieder das hier. Boah, ich mag das nicht, hey. Immer diese ganzen Plattformen, wo da rausgehen und reingehen und was weiß denn ich alles. Oh. Vor allem, es ist auch so zeitintensiv, habe ich so das Gefühl. Also der Bonus dauert mit Abstand am längsten. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. So, 4 von 5. Eins fehlt noch und ich hoffe, davor gab es kein Puzzleteil. Bitte nicht. Bitte nicht, weil ansonsten müssen wir das nochmal machen. Bitte nicht. Okay, okay, okay. Kurz mal das Geschehen beobachten. Na! Hä? Ich habe doch eigentlich weit genug rüber gedrückt. Also, hatte ich so ein Gefühl. Hatte ich im Gefühl, dass ich so weit rüber gedrückt habe. Aber okay, dann eben nicht. Dann eben nicht. Weiß doch der Geier, was da los ist. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Ganz egal, ich hasse dieses Level. Und das war's. Aber dafür, kann es dafür wirklich ein Puzzleteil geben? Ja, könnte. Aber dazu sollte ich eben schneller sein. Aber ich muss auch alles kriegen, deswegen ist es gar nicht so einfach. Oder sind die Entwickler wirklich so grausam? Ja, ich glaube schon. Ja, du, jetzt habe ich die eine Banane nicht bekommen. Wieso? Komm schon, das darf nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein. Komm, wir packen das jetzt, komm. Wir schaffen das jetzt, auf jeden Fall. So, bam und bam und rein da. So, okay, okay, okay. Ne, dafür gab's nichts. Ich bin jetzt völlig umsonst gestorben und habe mich hier qualvollen Aufgaben gestellt. Dafür gab's leider nichts. Leider. Okay. Man sollte schauen, dass die Eule möglichst oben ist. Ja. Dann eben nicht. Oh mein fucking Gott. Oh Gott. Was gibt's hier? Gar nichts. Doch, ein Puzzleteil. Ah, sehr schön, alle Puzzleteile gesammelt. Aber uns fehlen noch zwei Buchstaben. WTF, wie lang ist dieses Level? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das schafft man doch nie im Leben nicht. Im Leben nicht, sind die bekloppt. Also mittlerweile glaube ich es wirklich. Ach, ich sammle jetzt hier gar nichts mehr ein. Ich spurte jetzt einfach nur drauf los und fertig. Denn ich habe ja schon alles. Na gut, hier muss ich ja trotzdem warten, oder? Ja. Hier muss ich warten, da muss ich warten. Und dann sollte ich mich beeilen. Denn ansonsten geht alles den Bach runter. WTF, WTF, WTF. Oh Gott. Oh mein Gott. Komm, das geht. Jawohl, das geht hätten wir auch. Sehr schön. Sehr schön. Oh mein Gott. Und weg hier. Bloß weg hier, bloß weg hier. Komm, ins Ziel. Yes. Geschafft. Wow. Aber ich glaube, dafür gab es jetzt keinen Secret Exit, oder? Also, nee. Wo soll sich der bitte befinden? Was zur Hölle war denn da am Ende los? Alter, alter Schwede.
Wahnsinnig. Einfach nur irre. So, bitte nach rechts. Ja, danke. Vielen Dank. 4-B, oder? Ja, nein, 6-B. 6-B. Tropfstein Inferno. Das letzte offizielle Level. Offiziell. Denn die K-Level sind ja geheime Level. Aber zählen auch zu den 100%. Aber von der Bezifferung her ist 6-B das letzte offizielle Level. Okay. Ich krieg schon langsam ein bisschen Gänsehaut. Also jetzt gerade im Moment. Ich will, dass es endlich wieder heiß wird auf meiner Insel. Gibt es ja auch 5 Puzzleteile? Nein, hier gibt es 7. Okay, da haben sich die Entwickler noch gedacht, machen wir einfach mal 7. Dass es nicht zu lame wird hier. Oh, das wäre jetzt fast schief gegangen. Das wäre jetzt fast schief gegangen. So, wie komme ich jetzt dahin? Ach so, okay. Dann, da, dann. Okay. Oh Gott, ich beeil mich hier mal lieber. Ja gut, da komme ich auch noch so drüber, okay. Das ist jetzt nicht so wild. Also ich schaffe das auch noch mit einem gekonnten Sprung. Packe ich das auf jeden Fall. Ja. Sag ich doch. Ich denke... Oh nein, Bananenvogel. Nein. Ja. Und dafür gab es nur eine Münze. Serious? Okay. Bam. Was gibt's hier? Eine Banane, aber da oben gibt's noch was. So, und das war das erste Puzzleteil. Sehr schön. Also wir hatten das K und das erste Puzzleteil. Gut. Okay. Und da oben gibt's endlich mal ein Kongfass. Habt ihr mich so gern? Retro? Und Puzzleteil. Yes, sir! Geil! So, ich muss da hoch, glaube ich. Ja, wobei... Ich denke, unten könnte ein Puzzleteil sein. Aber dazu müsste Big Buddy mal weggehen. Dass wir den ein bisschen aus dem Weg räumen. Komm, ich denke, da ist was drin. Komm, da muss was drin sein. Yes, sir! Drittes von 7. Okay. So. Okay. Nein! Das O! Und tschüss. Ohne das O brauche ich gar nicht weitermachen. Nee. Das machen wir schon richtig. Entweder ganz oder gar nicht. Ja, hätte mir einer sagen können, dass da was kommt, oder? Und jetzt habe ich's. Okay. Aber da oben gibt's noch so... Haken. Ja gut, aber für was könnte ich das gebrauchen? Okay. Komme ich da hin? Ja, da komme ich hin auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich denke, da oben ist ein Bonus. Oder? Oder gar nichts? Na, ich wollte gerade sagen, das kann doch gar nicht sein. Aber ich habe das jetzt nicht gesehen, dass es dann um die Kurve geht. Also, alles kein Problem. Wir haben es geschafft. Wir haben es auf jeden Fall gepackt. So. Ah, wieder ein kleiner interaktiver Bonus. Ja, ein bisschen Eis obendrauf. Sonst nichts Spezielles eigentlich. Den kennen wir nämlich auch schon. Eigentlich müssten wir jetzt alle kennen. Also, es gibt ja nur noch Bonus-Level in diesem Level. Denn die anderen haben ja keine mehr. Also, das K-Level hat keine Bonus-Level mehr. Und der Boss-Fight sowieso nicht. Also von dem her ist das letzte Level mit Bonusabschnitten. Heia! Und voll in den Fisch rein. So, da oben ist auf jeden Fall auch was. Da will ich hin. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schaffe ich das überhaupt? Ja, ich schaffe das. Ich schaffe das schon. Aber ob ich das hier packe? Ja. Ja gut, ein One-Up, okay. Könnten wir auch immer mal wieder gebrauchen. So, erstmal darüber. Okay, dafür gibt es bestimmt eine Münze. Nehmen Puzzleteil. Perfekt. So, ich versuche hier natürlich auch sämtliches Zeug einzusammeln. Was aber gar nicht so einfach ist. Ist gar nicht so einfach. So, okay. Dann sammeln wir mal hier alles ein. Und dafür gibt es eine riesen Bananenstaude. Nein! Oh Gott, was mache ich denn? Ich bin einen kleinen Ticken ein bisschen nach rechts gegangen. Und ich bin wieder hier? Nicht dein Ernst. Als ob. Habe ich jetzt wirklich so wenig weit gespielt? Ach nein, das kann ich doch fast gar nicht glauben. Also das kann ich jetzt beim besten Willen nicht glauben. Dass ich wirklich nur so weit entfernt war. Okay. So, dann da hoch. Perfekt. Und runter mit dir. Gut, ja gut, so weit weg war das ja noch gar nicht.
So weit weg war das noch nicht! Mann! Wieso stelle ich mich jetzt da so dumm an, hey? Nur wegen diesem bescheuerten Pinguin. Ich glaube, ich konzentriere mich einfach zu sehr auf das N. Oder? Was meint ihr? Gibt's ja eigentlich keinen Kong? Gab's da hinten auch keinen Kong? Nee, da gab's doch nur... Ja, da gab's noch einen Pinguin, okay. Ja gut, einen Kong werden wir wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Also bis zum Ende dieses Levels. Deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir das Beste draus machen. Mit Donkey Kong alleine. Aber so wird es doch nichts. Ich sterbe mittlerweile bei den einfachsten Passagen. Ist es vielleicht irgendjemandem schon aufgefallen? Och man. Oh, mein Langzeit- oder mein Kurzzeitgedächtnis hängt irgendwie auch sehr hinterher bei der ganzen Sache. Also von dem her, bitte nicht mir die Schuld geben, sondern einfach meinem Kopf. Ja, mein Kopf ist jetzt da irgendwie nicht so aufnahmefähig heute. Und wenn ich das jetzt nochmal mache, ja, dann war's das. Stirb! So, gibt's da wenigstens ein Herz? Nein, da gibt's bloß ein One-Up, okay. Gut, dann können wir gleich weiter. So, sollte ich jetzt getroffen werden natürlich, ist der ganze Spaß sowieso wieder vorbei. Alter, was für ein sackiges Level zum Schluss. Aber 5 Puzzleteile, aber erst 2 Buchstaben. Mein Gott, das Level zieht sich noch ewig. Das zieht sich wie Honig irgendwie. So, komm, ich pack das jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, hier die ganze Zeit zu sterben. Ich will zumindest zum nächsten Checkpoint. Ist das irgendwie möglich? Naja, wer weiß. Wer weiß, ob das möglich ist. Wieso hat er mich jetzt getroffen? Gab's hier wenigstens ein Herz? Nee, hier gab's nur eine Bananenstaude. Okay. So, verschwinde, Pinguin. So, ich muss da irgendwie hoch. Ich muss da irgendwie hoch, aber wie? So auf jeden Fall nicht. Immer wenn ich irgendeinen Partner brauche, habe ich keinen. Jedes Mal dasselbe Theater. Ich glaube, ich nehme jetzt immer irgendeinen mit. Ich bin mal gespannt, wie ich das in den 200% machen will, denn da steht mir gar keiner zur Verfügung. Da muss ich das alles alleine schaffen. Oh Gott, das wird... Oh, da wird's Fails hageln und Rages und alles, was dazugehört. Boah. So. Und weg mit dir, du blödes Ding. Okay. Ja, irgendwie muss das besser zu lösen sein. Das Ganze. Irgendwie. Ja, ich glaube, ich sollte erst rüber. Oh Gott, nein, das war jetzt falsch, oder? Na! Ich bin doch auf den Knopf! Ich bin auf dem Knopf gewesen. Ich bin drauf gewesen, aber nein! Nein! Retro Studios hat sich gedacht, nein, machen wir nicht. Der muss da schon noch mal drauf drücken. Meine Fresse. Bei allen anderen hat's geklappt. Nur jetzt klappt's nicht, weil mich das Level langsam verarschen will. So ein bescheuertes Level, wirklich. So ein bescheuertes Level. Vom Design her wirklich nice, aber extrem bescheuerte Sachen muss man da machen. So, verschwinde. Ich will doch bloß an das N. Ich will ja dann auch weiterlaufen. Ich will ja nicht hier stehen bleiben. So. Ich darf jetzt nur nicht auf den Pinguin. Oder natürlich so. Das gibt es nicht! Holt mich hier raus, echt. Holt mich hier einfach raus, bitte. Wenn es jemand hört, das ist ein Notruf. Holt mich hier raus, damit ich dieses Level nicht mehr spielen muss. Nein, Spaß, ist natürlich kein Notruf. Aber mittlerweile... Boah, es kotzt mich einfach nur an. Es kotzt mich einfach nur an. Jetzt habe ich es gerade richtig gemacht. Und ich komme trotzdem nicht an das N. Und warum? Weil Donkey Kong einfach zu fett ist, da hochzukommen. Und den Scheiß hier kann der auch nicht machen, ey. Das gibt's doch nicht. Boah, wie kann man sich nur bei einem Part sowas von dermaßen aufregen? Wie? Das geht einfach nicht klar. Ja, genau. Genau, komm.
Der verpasst mir eine Watschen, der kleine Wicht. Ich hätte ihn auffressen können, so groß wie ich bin. Nein, er hat einen Pfeil und Bogen in der Hand. Und wir können uns dann natürlich mit dem rumärgern da. Hm, passt schon. Passt schon. So. Okay, nochmal. Ah, ich liebe diesen Abschnitt, echt. Ich liebe diesen Abschnitt. Habe ich das schon mal gesagt? So. Und geschafft, endlich, endlich. Und bestimmt ist hier die ganze Zeit irgendwo ein Checkpoint. Wenn das der Fall sein sollte... Echt, nee. Dann, boah, nee. Ich suche jetzt gleich einen Checkpoint. So, und jetzt? Was hätte ich jetzt da bitte machen sollen? Soll ich da vielleicht alles einsammeln? Da gibt es bestimmt ein Puzzleteil. Gibt es bestimmt ein Puzzleteil dafür. Ich wette. Jetzt komm, nimm dir doch die Banane. Gut. Okay, okay. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Ich habe nur noch ein Herz. Ja. Ja, okay. Komm, gib mir schon das Puzzleteil. Ich weiß, dass es dafür eins gibt. Oder? Oder? Ah, ich habe ja echt Panik langsam. Ich darf ja auch wirklich nichts berühren. Nein! Jetzt gib mir schon den Bananenstaude, Mensch. Schau, das gibt's doch nicht. Jetzt. Und was war? Nichts. Okay. Ziemlich lame. Naja. Soll ich jetzt dahinter? Ja, ich schieß mich mal da hinten. Komm, da ist ein Bonus. Boah, WTF, was geht da nur zu? Oh nein. Bin ich nicht bei dem Bonus mal runtergefallen, wo ich mit Donkey Kong alleine war? Ja, bin ich. Bin ich. Oh nein, 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 oh nein. Ich will diesen Bonus nicht machen. Da, 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 da. Oh Gott, das war knapp. Das war vielleicht knapp, ey. Ich war kurz an der Kante. Das hätte auch böse enden können. So, sechstes Puzzleteil. Okay, und da ist endlich ein Checkpoint. WTF, wie lange geht dieses Level noch? Wie lange muss ich mich hier noch quälen lassen? Wie lang bitte? So, es kommt daraus gar nichts. So, dann gibt es hier wieder ein paar Pinguine, die ein bisschen Ärger wollen. So, was kommt hier raus? Wahrscheinlich ein Bananenvogel, oder? Och Mann, bin ich dumm. Ich bin sowas von dumm. Ja, sowas von dumm. Und ich brauche jetzt unbedingt mal ein Herz oder fall um. Warum muss das Leben nur so unfair sein? Warum? Kann mir das irgendjemand sagen? Warum habe ich mir dieses Hobby ausgesucht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hatte eigentlich immer gedacht, ich habe Spaß am Spielen, aber mittlerweile nicht mehr. Also bei diesem Paar zumindest. So, verschwinde. So, und weg da. Gut. Och nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Ja, jetzt gab es ein Herz dafür. Ist klar. Ist klar. Oh Gott. Oh Gott. Als ob. Mein Hals ist trocken. Ja, genau. Genau. Echt, ich raste aus. Komm, mach, mach, mach. Ich will hier raus jetzt. Ich habe echt keine Lust mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr auf dieses Level. Echt. Das ist wirklich ein Albtraum, ist es. So, stirb. Ja gut, da gab es nichts. Ja, genau. Ist klar. Ist klar. Oh Gott, ich habe irgendwas gehört. So, die nehmen wir mal mit. Aus Sicherheitsgründen. So, und jetzt? Wo kommt denn der jetzt her? Blicke ich jetzt nicht. Okay, Checkpoint. Ja, hier fällt natürlich wieder alles zusammen. Ist ja sowieso klar, denn es wäre ja ziemlich lame, wenn es nicht so wäre. Okay. Und ich fall genau in die Spalte rein. Ich fall genau exakt in die Spalte rein. Ist das dein Ernst? Boah, ich hasse das Level alleine mit Donkey Kong zu machen. Aber das wird mir jetzt dann sowieso noch eine ganze Weile blühen.
dass ich das mit Donkey Kong alleine mache. Und davor habe ich exakt riesen Panik. Okay, Puzzleteil, perfekt, das war das letzte. Okay, schneller, 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 schneller. Hier könnte auch irgendwo das G sein, oder? Oder ist das offensichtlich eine riesen Bananenschale? Okay, ich habe aber zumindest alles bekommen. Das war mir jetzt eigentlich nur wichtig. Okay. Okay. Bam. 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 Genau das habe ich befürchtet. Genau das habe ich befürchtet, dass jetzt das G kommt und ich es nicht schaffen werde. Genau das habe ich befürchtet. Ich reg mich jetzt nicht auf. Aber es ist halt einfach nur ärgerlich. Ihr wisst ja selber, wie das ist. Wenn man hier diesen ganzen Mist spielt. Ja, und natürlich auch alles bekommen will. Es ist nicht immer so leicht, wie es aussieht. Definitiv nicht. So, hier können wir alles vergessen. Denn da war ja nichts Interessantes drin. So. Okay, wann kommt das G jetzt? Schieß. So. Warten. Jetzt. Aber die Entwickler lassen sich wirklich immer neuen Shit einfallen. So. Ja. WTF, wie soll ich das bekommen? Wie? Wie? Wie zum Teufel? Ja, wollen die mich jetzt verarschen, oder? Jetzt lass mich doch einfach sterben. Danke. Ich blick das gar nicht. Wie soll ich denn das bekommen? Ich muss mich ja gleich in dem Moment rüberschießen, aber wenn ich dann eins warte, dann fällt das G weg. Ich check's nicht. Ich blick's ehrlich gesagt auf keinem Auge. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wir kommen schon noch drauf, bestimmt. Wir kommen bestimmt noch drauf. Oh, der Part wird schon wieder überlang, nur weil ich dieses verfickte Level nicht schaffe. Komm schon, komm schon. Hä? Wie zum Teufel soll ich das bekommen? Boah, ich habe echt keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Muss ich warten, bis das runterkommt oder... Irgendwie sowas in der Art, hey. Normalerweise gehen ja die Parts immer 20 Minuten. Aber irgendwie, ich krieg das nicht hin. Ich krieg das einfach nicht hin, wie oft ich jetzt hier in diesem Level schon gestorben bin. Das ist der Hammer. Man kann es ja schön an den Leben sehen. Wir hatten ja vorher 96, glaube ich, als wir angefangen haben mit dem Level. Und jetzt haben wir, glaube ich, unter 90 irgendwas. Auf jeden Fall. So. Die Musik, die macht mich gerade wirklich aggressiv. Die stimmt mich nicht, glücklich. Das gibt es! Ich check das nicht. Ich check's nicht. Wie zum Teufel krieg ich dieses verdammte G? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, jetzt mach auf, komm. Wieso braucht es immer so lang? Komm schon, ich will dieses Level endlich schaffen. Weil reinschneiden habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Könnte es auch jetzt gleich schaffen oder erst in 10 Minuten, dass ich dieses verdammte G bekomme. Aber vielleicht muss man wirklich eins vorher warten. So, Moment, Moment. Ich schaff das. Ich krieg das nicht hin. Ums Verrecken krieg ich es nicht hin. Ums Verrecken krieg ich das nicht hin. Ich habe jetzt eigentlich schon alles versucht, was geht. Weil auch wenn ich mich gleich reinschieße in das andere Fass, bis ich zurückkomme, ist das G weg. Ja, okay. Ja, so geht's natürlich auch. So geht's natürlich auch. Ich will für diese Parts jetzt nicht mehr länger als 20 Minuten brauchen. Ist es klar? Denn mir reicht's langsam. Ciao. Ich habe echt langsam keine Lust mehr. Ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen. Weil es geht einfach nicht mehr. Es geht nicht mehr. Nee. So ein Scheiß-Level habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also zumindest, das G ist mega scheiße.
Also wer sich das G einfallen lassen hat, der gehört sofort erschossen. Der gehört einfach ermordet. Schau, wenn ich in das Fass springe, ist es auch weg. Wie mache ich es denn richtig? Ach komm, ich schneide es euch einfach rein. Bis gleich. So, das G wäre endlich in unserer Hand. Man muss sich von das Fass in das andere Fass schießen und gleich wieder zurück. Und dann funktioniert das auch alles einwandfrei. So, das mal zu dem Standpunkt. Und da ist auch endlich das Ziel. Und dann können wir auch endlich dieses katastrophale, dreckige Level endlich verlassen. Wunderbar. Okay, meine Freunde, dann bleibt unbedingt beim nächsten Part wieder dabei. Ich bin's, Gaming Dan. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.